Weiter geht's mit der Judo-Weltmeisterschaft in Katar. Am Donnerstag stand der 5. Tag der Wettkämpfe an. Und dieser hatte aus deutscher Sicht eine Überraschung zu bieten. In der Klasse bis 70 Kilogramm zog die Japanerin Saki Niizoe ins Finale ein. Und ihre Gegnerin war keine geringere als die EM-Zweite von 2017, Joanna Scocimaro. Die deutsche Judoka war schon während der gesamten Vorrunde in Topform. Doch im Kampf um Gold machte sich Niizoes große Erfahrung bemerkbar, als sie einen Wasaari warf und sich den WM-Titel sichern konnte. Anschließend wurde sie von ihren Gefühlen überwältigt. Der Direktor für Medien und Rundfunk der Weltmeisterschaften, Scheich Hamad bin Abdulaziz Al Thani, überreichte die Medaillen. Ich bin so glücklich und habe Tränen der Freude vergossen. Lascha Bekauri aus Georgien wollte seinem Olympiasieg von Tokio 2021 den Weltmeistertitel hinzufügen und zog mit großer Judo-Leidenschaft ins Finale bis 90 Kilogramm ein. Dort stand ihm sein Teamkollege Luca Masurace gegenüber, der bislang mit 2 Bronzemedaillen dekoriert war und dies natürlich verbessern wollte. In diesem rein georgischen Finale ging Masurace schließlich als Sieger hervor. Jubel von seinen Fans, als er zum Weltmeister gekrönt wurde. Er und Bekauri sind zweifellos die Könige dieser Gewichtsklasse. Die Medaille gab es von IJF-Vizepräsident Obaid Al-Ansi. Als ich hörte, dass mein Name als Weltmeister verkündet wurde, brauchte ich eine Zeit, um das zu verarbeiten und zu begreifen, was hier passiert ist. Doha ist ein fantastischer Ort. Diesen und diese Gefühle werde ich nie vergessen. Am Freitag geht es weiter. Dann werden die Weltmeister bis 178 Kilogramm gesucht.